schon auch. Aber es gibt noch ein Lager, das wir eher weniger schaffen, auf unserem jetzigen Level. Naja, Lager? Naja, es sind ein paar normale Skelett-Tinys und ein großes Skelett-Tiny, das würde ich als Lager bezeichnen. Ich würde es irgendwie eher als Einheitenansammlung bezeichnen. Wirklich? Naja, wir können... Hinter einer interessanten Kulisse. Geschützt von einer Mauer, was wieder mehr auf ein Lager hindeutet. Aber egal. Aber keine Zelte stehen in der Nähe, geschweige denn sonstige Bauten. Naja, es müssen keine Zelte für ein Lager sein. Ich sage ja nicht, dass es ein Zeltlager ist. Naja, egal. Schauen wir es uns einfach an. Da können wir immer noch darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich ein Lager ist oder nur eine Einheitenansammlung. Hinter interessanter Kulisse. Von mir aus. Derweil zahlt sich eigentlich der betäubende Schlag noch nicht so wirklich aus, weil die Gegner eh meistens zu schnell sterben, damit der wirklich ausgeführt werden kann. Aber zeigen wir trotzdem. Nein, jetzt wurde er nicht gewirkt. Egal, das meine ich damit. Zahlt sich fast gar nicht aus. Und die nächste Gruppe Skelette, wirklich Skelette ohne Ende. Aber töten wir lieber mal den Adepten. Der stirbt recht schnell. Und ui, die Lyra hat Probleme. Noch eine Flamme, die wieder brennt. Seht nur! Okay. Und hier haben wir das letzte Wachfeuer. Danach sollten wir vielleicht ein Level Up bekommen. Wir bekommen einen besonderen Erfahrungsbonus für das Auslöschen aller drei Lager. Mhm. Ganz genau. Dann gibt es endlich mal wieder Attributpunkte zu verteilen. Ah ja, vielleicht mal wieder alle auf den Adepten. Ich denke mal, der macht am meisten Schaden hier. Ja, der ist nicht schlecht. Oh, die Schatten lieben. Oh. Und Lyra. Und Lyra, ja. Okay, Lyra, du verschwindest jetzt mal lieber. Lasst unsere Männer heimkehren. Sie haben ihre Pflicht getan. Ich freue mich schon mal auf einen aktiven Heilzauber. Oder auf mehrere vielleicht. Also, haben wir jetzt genug Erfahrung bekommen? Oder auch nicht? 40 fehlen uns noch. Das. Toll. Oh, aber gehen wir hier hin vielleicht. Erledigt es von selber. Ah ja, da ist dieses nette Lager. Zu dem gehen wir vielleicht später. Da sieht man schon, hier haben wir eine Leiche mit einer Quest. Und ein paar Skelette und einen Terror. Vielleicht sollte ich jetzt wirklich mal so ein Skelett betäuben. Ja. Jetzt greift es nicht mehr. Ach, was machen jetzt auch noch die Wölfe? Die kommen ja gerade gerufen. Ach. Die haben eine lange Lebensenergieleiste, aber haben auch nicht mehr Lebensenergie. Jo. Schauen wir uns mal die Leiche. Ihr entdeckt ein blutverschmiertes Tagebuch, das ein Soldat namens Leif gehört hat. Okay. Das Tagebuch lesen. Der Wintermonat. Okay. Oh, ist der böse. Böser Rotger. Dafür können wir den richten lassen, glaube ich. Werden wir mal schauen. Werden wir sehen. Die Frage. Ja. Ich denke, wenn wir nach seinem Willen handeln wollen, dann sollten wir Rotger nicht richten. Wenn er Solveig glücklich gemacht hat, sonst wären wir im Heimleuchten und nicht sein Geist. Jetzt aber endlich. Jetzt haben wir ein Level Up.
Also, dann schauen wir mal. Wir entscheiden uns jetzt eben für die schwere Kriegskunst bei unserem Haupthelden und bei den anderen. Und er ist wieder von selber getroffen. Ja. Das ist ein Problem. Aber schauen wir mal. Ich glaube, wir können jetzt ein paar neue Waffen auswählen. Ich glaube, diese Waffe ist ein bisschen besser. Ja, ich weiß nicht. Sie hat mehr maximalen Schaden, ja. Dann können wir diese Waffe weitergeben. Und für sie haben wir hier einen netten Helm. Welche von denen? Wir könnten einmal die Gegenstände sortieren. Ja, das ist gut. Da gibt es diesen Knopf Inventar sortieren. Dann kann man das mal der Reihe nach aufreihen. Also für unsere anderen Helden haben wir hier eh nichts Neues mehr. Vielleicht noch einen Ring. Für wen ist der denn gedacht? Ja, natürlich für einen Nahkämpfer. Also ist unser Kolos schon ganz stark. Dann verteilen wir natürlich auch die Fähigkeiten weiter. Wir haben keine neue erhalten. Boah hat dafür auch den Kopftreffer. Und Heilung! Ja, endlich! Mit 6 Sekunden Abklingen seit dem 400 Mana, den können wir 5-mal wirken. Das ist schön. So, sollten jetzt wir zurückgehen. Ja, genau, zu diesem... Also ich würde es jetzt wirklich Lager nennen. Auch wenn es keine Zelte gibt, so ganz zerstörtes Katapult da vorne. Festungsbau kann man es vielleicht nennen. Also, wenn jemand von unseren Zuhörern eine ganz feste Meinung über das, dann kann er uns das gern per Nachricht schreiben. Würde uns sehr interessieren, ob ihr das jetzt für ein Lager oder nur für eine Einheitenansammlung haltet. Also, dabei brauchen wir noch keine Heilzauber, aber wir können jedenfalls einen Heilzauber wirken, indem wir unseren eigenen Helden anwählen und wirken wir ihn jetzt einfach mal. Dann auf zu dem hier. Also, der Fürst der Wiedergänger ist fies. Den sollten wir gleich mal umhauen. Ach, auf diesem Level geht er ja einfach. Vielleicht sollte ich jetzt mal bald einen Heilzauber wirken. Ja, also es sind halt nicht wenig Skelette. Naja, die Lüge sollte sich jetzt mal so ein bisschen zurückziehen und sich heilen. Gut, dann haben wir das jetzt eigentlich ohne Verluste überstanden, bis auf Mana. So ein bisschen erhöhten Mana-Verbrauch, aber das geht schon. Und am Ende wartet auf uns eine Truhe, ganz genau. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier gutes Equipment bekommen. Einen Helm für unseren Haupthelden, eine Rüstung, vermutlich auch für unseren Haupthelden. Und ein Messer, ebenfalls für unseren Haupthelden. Juhu. Wir haben zwar etwas wenig Mana und ein bisschen weniger Regeneration, aber dafür... Und sogar weniger Rüstung. Ja. Nein, das geht ja, lieber dem Bohr. Das sieht man, also die Rüstung hat ja am Anfang, wie ich die Attribute angeschaut habe, hat die verdammt gut ausgeschaut, aber jetzt... Das Messer ist... Unbedingt. Das Messer ist besser, dann können wir ihm unseren Streitkolben nicht geben. Von mir ist... Haben wir aber noch einen Helm und sonst eh nichts mehr. Nein. Sind wir mal wieder fertig. Dann begeben wir uns mal in Richtung Stadt. Jetzt wird es ein bisschen dauern, bis die da oben angekommen sind. Also jetzt sind wir, denke ich mal, so ziemlich fertig mit dem Erklären vom Spiel. Es gibt fast keine Funktion. Punkt kommt noch, ja. Genau, aber das kommt später. Und vielleicht noch kurz der Log, wo man nochmal alles nachlesen kann, wenn es einen interessiert. Aber dann haben wir das Spiel mal komplett erklärt. Ja. Und ich höre schon die Wölfe heulen. Ja, man hört es ein wenig. Naja, und hier gleich der nächste. Den schalte ich jetzt einfach mal aus per Kopftreffer. Hey, bleib stehen. Ah, komm, kommt eh wieder. Angriff!
hierbei sollte man auch beachten, dass der Kopftreffer